Shalom Aleichem. Wir lernen heute über den Begriff Schliach, Schluchim, Schlichut und alles, was man braucht zu diesem Thema, wegen die vielen Fragen vom Shabbat über Kinus HaShluchim. Es war jetzt vor einer Woche in Brooklyn, in 70, eine Vollversammlung von allen Schluchim von Chabad, von der ganzen Welt. Es waren mehr als 4.700 Schluchim. Und es war jetzt am Shabbat sehr viele Fragen, was ist Schliach, was ist Schluchim, was ist Kinus HaShluchim, von wo haben die Schluchim Geld, sich zu finanzieren und zu leben, und was ist die Aufgabe und die Pflichten von einem Schliach. Wir werden versuchen, diesen wichtigen Begriff heute zu kompromittieren und in unserer kurzen Zeit versuchen, ein bisschen Antworten geben über diesen Begriff Schliach. Ich gucke in Wörterbuch, Deutsch-Hebräisch, steht geschrieben, Schaliach, Abgesendeter, Sendbote. Steht noch Apostil und Amiser. Was ist das? Emissär. Keine Ahnung, habe ich nichts gehört, was bestimmt von anderen Religionen. Weiter, Schlichut, Auftrag, Aufgabe, abgesendet, Mission. Also, Lischloach, schicken, gehen lassen und so weiter und so fort. Zuerst möchte ich etwas auf Hebräisch betonen und dann gehen wir zu dem Inhalt. Es gibt in Hebräisch das Wort Schaliach. Und die Gesendete von Chabad, die heißen nicht Schaliach, wie heißen die? Schliach. Was ist der Unterschied zwischen Schaliach und Schliach? Schaliach ist einer, der bringt Pizza. Einer, der bringt Pizza, heißt Schaliach. Der hat seine Aufgabe gemacht und er kommt zurück nach Hause. Schaliach ist eine vom Sochnut Yehudit. Der geht 2 Jahre nach Toronto, Kanada, kommt zurück nach Israel, nachdem er war Schaliach in Toronto. Schliach ist ein Begriff, ein Vertreter von dem Rebbe in dem Ort, wo er kommt, bis Moschiach wird kommen. Okay? Schliach ist ein Chassid. Baruch atah Adonai Eloheinu Melech Haolam, Shaar Kol Yehudei Dvorim. Darum heißt das Schliach und Schluchim und nicht Schlichim. Weil Schlichim gibt es auch in anderen Religionen, Schlichim. Oder in Marathon gibt es Marathon von Schlichim, also eine bringt die Flamme zu der andere. Um das zu betonen, sagt man bei Chabad Schliach und Schluchim und nicht Schaliach und Schlichim. Verstehst du den Unterschied? Okay. Ja, es ist auf die Ewigkeit, ganz genau. Ja. Also, ob es kommt von Vater zum Sohn? Okay. Sehr oft. Also sehr oft Kinder von Schluchim sind auch Schlichim. Was? In demselben Ort? Nein. Aber sehr oft bringt man auch die Verwandte und die Bekannte, da Schliach zu sein. Der Schliach von München, Rav Diskin, hat gebracht seine Mischproche in seine Umgebung. Der Schliach von Zürich hat gebracht seine Kinder und Verwandte in die Umgebung in Schweiz. Also sehr oft Schluchim bringen ihre Kinder in der Umgebung auch Schluchim zu sein.
was auch sehr gut und verständlich, wenn das Kind ist dort groß gewachsen oder der Head-Schliach, der Schaliach Rashi. Also in jeder Stadt gibt es Schliach Rashi, ein Hauptschaliach, und die anderen kommen zu arbeiten unter seinem Schirm. Und sehr oft der Schliach Rashi bringt seine Kinder, sollen bei ihm auch arbeiten. Es gibt in Tel Aviv ein sehr gelungener Schliach, der heißt Rabbi Yosef Gerlitzki. Und einer von seinen Kindern, die habe ich auch unterrichtet, Mendy Gerlitzki, war ein Schüler von mir, aber jetzt ist ein selbst sehr erfolgreicher Schliach in Tel Aviv, der ist selbst dort weiter als Schliach. Okay? Also zuerst nur den Begriff zu erkennen. Es ist Schliach und Schluchim und Schliches und nicht Schaliach und Schlichim und Schlichut. Okay? Schon die Intonatie, die Wörter, wie man spricht in Chabad Lubavitch, es ist anders, als man spricht und man sagt in die andere Welt. Verstanden? Okay. Was ist die Aufgabe von einem Schliach? Die Aufgabe von einem Schliach ist, ich zitiere, was sagt der Rebbe, zu verstärken Jiddischkeit und Glaube, zu motivieren, die Menschen zu halten, Torah und Mitzvot, zu beschleunigen das Ankommen von Moschiach und das Ankunft von der Geula. Das heißt, wenn man das zusammen befestigt, was will der Rebbe? Der Rebbe will, soll man die Schlichut machen, was hat der Baal Shem Tov schon angefangen mit seinen Schluchim in der Welt. Ahavat Hashem, Liebe zu Hashem, Ahavat HaTorah, Liebe zu der Torah und Ahavat Israel. Okay? Also, diese drei Ahavot, diese drei Liebe, das ist die, ich würde sagen, die drei Säulen von die Schliches, was jeden Schliach hat eine Aufgabe, das zu vertreten als lange Arm von dem Rebbe in dem Ort, wo er sich befindet. Schon in die Halacha gibt es den Begriff Schliach oder Schaliach in sehr vielen Mitzvot. Zum Beispiel bei ersten Mitzvah, wo das jüdische Volk hat bekommen als Volk außer Brit Milah, Korban Pesach, steht geschrieben, Veikhu lahem, sie sollen sich alle nehmen, ein Opfer. Veshachatu lahem, sie sollen sich schächten. Kann jeder nehmen ein Schaf? Nein, aber wenn ich sage dir, geh, kauf mir ein Schäpsel, kaufen wir zusammen. Du bist mein Schliach. Und so haben wir genommen dem Schäpsel, dem Schaf, zum Schächten Korban Pesach. Genauso, wenn wir wollen, dem Korban Pesach, nachdem haben wir das genommen, wollen wir das schächten, brauchen wir ein Schochet. Du sagst mir, komm, du bist mein Schochet, ich mach dir zu mein Schliach. Erinnerst du beim Brit Milah von den Kindern, sagt der Moel, machst du mir bitte als Schaliach zu malen, zu beschneiden deine Kinder? Weil normalerweise wäre die Pflicht der Vater. Aber wenn der Vater kann nicht oder will nicht machen Brit Milah, was muss er machen? Er macht der Moel Schaliach. Wer hat praktisch gemacht den Brit? Praktisch gemacht der Moel. Nein. Dann ich? Ja. Du hast einen Befehl, dein Kind zu malen. In dem Moment, wenn du hast dein Kind gemacht dem Moel zum Schaliach, du hast gemacht durch den... Genau. Nicht als ob selber gemacht. Das ist die Idee von Schliach. Die Idee von Schliach, dass Amerika kann nicht leben in Deutschland. Wenn Amerika will ihre Sachen hier in Frankfurt vertreten soll, schicken sie ein Konsulat, ein Diplomat. Er wohnt hier und er vertretet die Sachen von Amerika hier in Frankfurt. Genauso von dem Rebbe, Leavdil, um zu trennen zwischen heilig und unheilig, gibt es auch Konsulaten und Diplomaten, die vertreten seine Aufgabe und seine Wille und seine Mission überall in der ganzen Welt. Also du siehst die ganze Zeit das Wort Schliach, senden, Bote, schicken. Also man schickt jemand und er ist dein Abgesendeter. Interessant zu wissen, wie viele Mitzvot man auf Schliach-Basis machen kann. Es gibt welche, die man nicht auf Schlichot-Basis machen kann, richtig? Das ist eine sehr interessante Frage. Welche Mitzvot kann man mit einem Schliach
machen und welche Mitzvot muss man selbst erfüllen. Sehr interessant. Es hat zu tun mit sehr vielen halachischen, aber im Großen und Ganzen steht geschrieben, von diesem Begriff von Korban Pesach steht geschrieben, Schlucho shel Adam kemoto. Also der Schaliach von der Mensch ist genauso wie er selbst die Sache macht. Ich werde nicht vergessen, als Kind, eine von den ersten Talmudstellen, die haben wir gelernt, war Kiddushin und Gittin. Kiddushin spricht die ganze Zeit über Heiraten und Gittin spricht die ganze Zeit über Scheidung. Und beide Gmarot, beide Talmud-Bücher sprechen die ganze Zeit über Schaliach. Kiddushin spricht die ganze Zeit Schaliach zu machen, jemand zum Heiraten. Und bei Gittin, bei Scheidung, gibt es auch die ganze Zeit Schaliach zum Trennung. Also Schaliach spielt eine enorm große Rolle bei Jiden. Beim jeden Davnen gibt es in jeder Synagoge Schliach Zibur. Also Schliach Zibur ist eine für die ganze Gemeinde. Er betet für uns alle. Er macht eine ganze Amida für diejenigen, die können nicht davnen. Er ist im Prinzip der Schliach Zibur. Er ist der Schatz. Er wird genannt sogar ein Schatz. Also einer der Vertreter die ganze Gemeinde zum davnen. Also Schliach spielt eine sehr, sehr große Rolle in der jüdischen Halacha, Literatur, tagtäglichen Leben. Aber was wir sprechen heute ist über den Schliach von Lubavitcher Rebbe zum Chabad zu jeder Stadt. Okay? Das ist unser Thema heute. Aber deine Frage, wie viel Mitzvot kann man durch einen Schliach ausüben? Es ist eine sehr interessante Frage, aber sie hat nichts zu tun mit diesem Shiur heute. Schon von der Zeit von dem Baal Shem Tov. Der Baal Shem Tov war eine selber Schliach Noded. Er war ein Wanderer Schliach. Und er ist gegangen von Stadt zu Stadt, von Dorf zu Dorf, von Land zu Land, um Hashems Wort überall zu bringen. Genauso war das bei dem Mesritscher Magid und auch bei der alten Rebbe. Bei dem mittleren Rebbe hat er schon geschickt. Avraham Avinu auch. Avraham Avinu ist schon in, Avraham Avinu selbst war eine Schaliach. Wir kommen bald, dass Avraham ist ein Modell für Schaliach. Zu geben die Leute Essen und Trinken und Gott beibringen zu Gott. Aber ich will reden über die chassidische Entwicklung von dem Wort Schliach. Stimmt? Avraham Avinu war Modell für Hashems Schlichut in diese Welt. Der war der Erste, der hat diesen Modell ausgeübt. Stimmt, sehr gut. Bei der Mittele Rebbe, der dritte Lubavitcher Rebbe, nicht der dritte, der zweite, also der Sohn von der alten Rebbe, der Mittele Rebbe, der zweite Lubavitcher Rebbe, hat, der dritte war der Zemach Zedek, der zweite Lubavitcher Rebbe hat schon geschickt, Schluchim zu wohnen in Israel und sogar in Hebron. Und eine davon sind unsere Großmutter, väterlicherseits, von meiner Frau, Menucha Rachel Slonim. Sie war dort als Schliches von dem Mittleren Rebbe. Und als Belohnung haben sie bekommen von dem Mittleren Rebbe Bichlach von Chassides. Sie haben bekommen bestimmten Maimorim, Chassidut-Traktaten, extra, weil die sind in Schliches. Stell mal vor, was für eine Belohnung. Der Rebbe hat für sie geschrieben Chassidut, damit sollen sie belohnt sein. Und so, jeden Rebbe hat geschickt, seine Chassidim Schliach zu werden. Du wirst Scheuchet dort, du wirst ein Chasen dort, du wirst ein Rabbiner dort. Aber es war ein Schliches mit einer bestimmten Aufgabe, wo zu sein. Der Rebbe Rashab, der fünfte Lubavitcher Rebbe, hat schon geschickt Schluchim nach Grusia, nach Georgien. Der Friediker Rebbe, der Rebbe Rayatz, hat schon geschickt nach Bukhara. Und der Bruder von meinem Opa, Rebbe Michoel Lipsker, nach Marokko. Und Rav Matosow. Sie waren noch Schluchim in Marokko von der Friediker Rebbe. Später hat der Rebbe geschickt nach Marokko Label Raskin und andere Schluchim nach Tunesien, Rav Pinson, also weiter Schluchim, auch in arabische Länder soll sein Schliches. Aber man sieht, dass es steigt, dass der Rebbe Rashab hat geschickt nur nach Grusia,
Der Rebbe Rayatz hat schon geschickt nach Bukhara, nach Taschkent und Samarkand, nach Marokko. Und der Rebbe hat geschickt mehr als 4700. Obwohl, will ich was betonen, am Anfang, der Rebbe hat geschickt jeden Schaliach persönlich, wo soll er fahren? Du fährst nach Südafrika, du fährst nach Milano, du fährst nach Israel. Und später mit den Jahren, der Rebbe hat nicht geschickt persönlich, sondern der Schaliach hat geschrieben dem Rebbe, wo will er Schaliach sein. Und der Rebbe hat gegeben seine Anerkennung, Bestätigung und Segen. Okay? Also es ist wichtig zu erwähnen, dass es war der Schluchim am Anfang, wo der Rebbe hat selbst gesagt, wohin zu fahren. Und später hat aufgehört dieses System. Und die Schluchim selbst haben sich entschieden, von ihrer guten Wille und dem Rebbes Mission weiterzuführen. Ich will jetzt sein Schaliach in Barcelona. Also wie wird man Schaliach in Barcelona? Bewerbt man sich an dem Rebbe oder an die Zentrale von den Amerikas Schluchim? Gib eine Zentrale in Amerika von den Schluchim. Und du sagst, ich will dort Schaliach sein und sie... Was ist? Ich glaube, da gibt es nicht viel Chochmes, oder? Wenn der Rebbe sagt, muss man machen. Ja, aber damals, wenn der Rebbe war, der Rebbe hat gesagt, an wem zu fahren. Aber das waren nur die ersten paar hundert Schluchim. Das war's. Und die ganzen Tausenden, das sind Leute, entweder die kommen unter dem Schirm von dem Hetschliach, von dem großen Schliach, oder die sind Schluchim, nachdem dem Rebbe, also seit dem Rebbe ist nicht mehr mit uns in Gimel Tammuz, und ein paar tausend Schluchim sind gegangen. Es ist alles nur in der zentralen Anerkennung von dem, wie man sagt, von dem Center von Chabad, von Merkaz Schluchim von Eastern Parkway in New York. Dort gibt es eine Zentrale. Und die Zentrale entscheidet, du hast unsere Genehmigung, dorthin zu gehen und sein ein Schliach. Okay? Ja. Offiziell. Ja. Die Aufgabe von Schliach ist, sich zu beschäftigen mit den Bedürfnissen von den Jiden in seiner Stadt. Also, Jiden haben zwei Bedürfnisse, irdische und himmlische. Irdische, Essen, Trinken, Gefängnis, Krankheit, Tod, verschiedene administrativischen, technischen Sachen zu helfen. Und himmlische Sachen, koscher Essen, Beten, Lernen, Tfilin, Mezuza, Mikwe, alle Sachen, was man braucht. Der Rebbe hat 10 Aktionen und die 10 Aktionen bedecken die Hauptarbeit, Aufgabe von den Schluchim. Ja, Kerzen zünden. Der Rebbe hat erzählt, in Tovshin Yutes, Parashat Mishpatim. Der Rebbe sagt, der Rebbe hat erzählt eine Geschichte von Rav Asi, dass Rav Asi vor seinem Tod hat begonnen zu weinen. Warum hat er geweint? Kam seine Neffe und er hat gefragt, du, so eine große Amora, so eine große Tzadik, warum weinst du? Hast du nicht viel Tora gelernt? Hast du gelernt? Hast du nicht viel Wohltätigkeit gemacht? Hast du gemacht? Hast du nicht viel Schüler unterrichtet? Hattest du? Vielleicht bist du traurig, dass hast du nicht beschäftigt mit Sachen von das Volk Israel. Sagt er, ja, das bin ich traurig. Ich konnte mich mehr beschäftigen mit den Neuem von Israel, mit Anliegen, was Juden haben. Das habe ich nicht genug getan in meinem Leben. Ich habe mehr fokussiert auf meine Vollkommenheit und meine Vollständigkeit und nicht genug getan und gemacht und gehorcht auf dem Aufgabe, was ich kann andere Leute näher bringen zu Hashem, zum Gott. Und der Rebbe hat gesagt in diesem Sicha, dass ein Schliach ist Adresse für jeden Jid. Ein Jid braucht auch eine Adresse. Welche Adresse? Die Adresse ist der Schliach. Der Schliach kann dir helfen in jeder Sache, was du hast. Ist dir etwas passiert, du weißt nicht, was zu tun, ruf dem Schliach und der Schliach wird dir helfen, mit Gottes Hilfe und mit dem Rebbes Kraft auch zu lösen deine Probleme.
Ich habe gehört von einem Schliach von Rebbe von Rehovot, Rav Glochowski. Sein Kind hat auch gelernt hier in Frankfurt. Hast du mit ihm gelernt? Laser. Ja, sehr gut. Also sein Vater hat einmal erzählt, dass er lernt jeden Abend Igrot Kodesh von Rebbe. Er lernt jeden Abend Briefen vom Rebbe. Jeden Abend. Und das gibt ihm eins, Verbindung, Itkashrut, la Rebbe. Zweitens, es ist unglaublich, sagt er, am nächsten Tag hat er Situationen, wo Menschen kommen zu ihm zur Beratung und sehr oft sagt er, gestern Abend habe ich darüber gelesen, über dieses Thema, als ob der Rebbe spricht ihm vom Dineshome her. Also Schliach bekommt auch eine Siyata Dishmaya, in Gottes Hilfe, auszuführen seine Schliches, wenn er ist wirklich ein gläubiger und ein anständiger Schliach, der macht seine Aufgabe loyal und objektiv. Ja? Steht geschrieben in Talmud, Psachim 87, Tzedaka asa HaKadosh Baruch Hu im Israel shepizram leben haumot. Eine Wohltätigkeit hat Hashem gemacht zum Volk Israel, dass er hat sie verstreut, zerstreut, verteilt zwischen alle Völker in der Welt. Von Barbados bis Symmetria. Also steht geschrieben, dass Hashem schickt euch überall und unsere Aufgabe ist, die verlorenen göttlichen Funken, die dort verloren gegangen, aussortieren und Hashems Welt, seine Ehrlichkeit mehr zu bringen, wie soll die ganze Welt erkennen, dass Hashem ist der Einzige in dieser Welt. Deshalb, wenn ein Schliach kommt zu einem bestimmten Ort und bestimmten Zeit, schreibt der Rebbe in diese Sicha, unglaublich, dass es kann sein, dass dieser Schliach ist eine Wiedergeburt, ein Gilgul von irgendjemand, der musste gerade zu diesem Ort, zu diesem Platz, zu dieser Zeit, zu diesen bestimmten Aufgabe und Funktion zu machen, weil dort sortiert er seine Pflichten und Schulden von anderen Leben und durch den Schlichut in ein anderes Land, das ist ein Gilgul. Wenn wir nehmen an jetzt meine Mischproche, die Schluchim sind, jeder hat bestimmten Grund, warum ist er gekommen zu diesem Uganda. Eine kommt nach Vietnam. Eine kommt nach Budapest, eine kommt nach Connecticut, eine kommt nach New Haven. Weiß ich nicht, also Hashem hat seine bestimmten Aufgabe für diese Gilgulim. Verstanden? Verstanden. Sehr gut. Das zweite Thema ist... Aber das hat er mit jedem. Nicht nur mit dem das hat er mit jedem, aber jeder kommt wegen seiner Aufgabe. Der Schliach kommt wegen der Aufgabe von dem anderen. Oh. Hat er keine eigene Aufgabe? Hat er keine Aufgabe? Der Rebbe sagt in ein anderes Sicha, dass jeder Jid ist ein Schliach, um Jiddischkeit zu verbreiten. Hast du vollkommen recht. Jeder Jid, egal wo er geht, überall in der Welt, ist er Schliach, auch wenn hat man ihm nicht, wie man sagt, das habe ich gesehen in einem Video von Rebbe, kann ich dir den Link schicken von diesem Sicha vom Rebbe. Auch, der Rebbe sagt, auch wenn hat man dir nicht offiziell gemacht als Schliach von 770, trotzdem, wenn du bist in deiner Aufgabe als Erzieher oder als Nachbar oder als, hast du Juden zwischen sich, du bist eine Laterne, du bist ein Turmleuchter, du brauchst diesen Licht zu bringen. Aber ich möchte heute fokussieren über den Begriff offiziellen Schliach, seine Aufgabe, Kinus HaShluchim, vielleicht dieses Thema, jeder ist ein Schliach, ist auch ein Thema für Shiur. Hast du mich jetzt inspiriert? Das notiere ich, das ist auch ein gutes Thema. Kol Yehudi ubeetzem Schliach. Und wie soll ich herausfinden, mein eigenes Schlichut? Hast du mich inspiriert zu einem sehr guten Thema? Das habe ich mir notiert und beim Gelegenheit, Bezrat Hashem, werden wir dieses Thema bearbeiten. Okay? Jetzt, die zweiten Thema. Wenn der Schliach ist schon am Ort,
Er ist schon gekommen zu seinem Land. Was sind seine Aufgaben? Was muss ein Schliach tagtäglich machen? Zuerst sagt dem Rebbe eine Regel. Wenn du lernst mit Menschen, du sollst machen, mina mugdam ela meuchar, mina kal ela kaved, bederke noam velo bezura shel tafasta merube. Das sind die drei, wie man sagt, Hauptlogik zu beginnen von Menschen. Das Vorige vor dem Spätere, das Leichte vor dem Schwierigen, mit angenehmer Art und keine bedrohten Art von saurem Gesicht. Warum bist du nicht gewesen letzte Schabbes in die Synagoge und schimpfen und fragen hart, was ist mit dir los, was ist mit dir abgeht? Warum? Weil das wird Menschen Distanz halten. Ich zitiere dir einen Brief von Rebbe. Sagt der Rebbe, בהוכחה לכל הנ"ל מניסיון העבר, די בווייס פר אלס פון די פרגנגנייט, כאשר ניגשו ליהודי בפנים זועפות באיומים, ונזמן גיקומן צו אייד מתזאורן גזיכט באיומים מתבדרוגן, עד להפך הברכה, ביז דס גגנטייל פום זיגנן, רחמונא ליצלן לא פעלו מאומה. על זו הטמן נישטס גישפט דם אנדרן צו נה ברינגן צום Jiddischkeit, das habe ich gesehen in einem Brief von Rebbe in Itva Duyotov Shin Memches. Ja? Also, das ist die Aufgabe von Shaliach. Was muss der Shaliach jeden Tag für sich machen? Er muss lernen Chassidut. Ohne Chassidut lernen, er wird nicht wachsen. Ich habe geredet mit vielen Schluchim und sie haben mir gesagt, ohne Chassidus zu lernen, haben sie keine Kraft, weiter ihre Schlichut zu machen. Sie müssen lernen jeden Tag Chassidut. Tanja, Siches von Rebbe, Maimorim, Chassides schenkt Energie und Power an die Neshome. Jeden Tag gehen in Mikve. Jeden Tag geben Zdoke. Jeden Tag lernen Chitas. Chitas ist Chumash, Teilim, und Tanja. Jeden Tag lernen Hayom Yom. Hayom Yom ist der erste Buch, was der Rebbe hat geschrieben, für jeden Datum. Und jeden Tag gibt es einen Spruch und man kann nach diesem Spruch, was steht in Hayom Yom, leben den ganzen Tag. Warum? Weil die versteckten Hinweise und Botschaften von Gott für jeden Tag verstecken sich in dem heutigen Chumash, in dem heutigen Tanja, in dem heutigen Teilim, in dem heutigen Ayom Yom. Sonst, wie soll der Schliach wissen, wie zu leben? Also er braucht irgendeine Angebungen, ja? Induktion. Richtung, Kivun. Nein, aber nicht nur Kivun, sondern eine Inspirationen. Und diese Inspiration kann kommen von diesem Lernen. Er muss lernen jeden Tag Rambam. Also der Rebbe hat gesagt, dass jeden Schliach muss lernen jeden Tag oder drei Prakim pro Tag. Oder wie ich lerne, ein Perek pro Tag. Also du musst nicht alle drei, aber mindestens eine Perek pro Tag lernen. Und irgendeine Regelung mit dem Rebbe verbunden zu sein jeden Tag. Heute gibt es viele Möglichkeiten. 10 Minuten Video von Rebbe zu sehen, lernen jeden Tag sicher von Rebbe. In Kriyat Malachi, dort wo ich herkomme, jeden Tag zwischen Mincha und Mairiv sitzen so, ohne zu übertreiben, 150 Chassidim und es gibt einen jungen Mann, der heißt Rebbe Yoske Lisson. Und er nimmt einen großen Mikrofon, Ramkolim, so Lautsprecher, und er legt eine Kassette von Rebbe. Das nennt man das Sicha Yomi, dem täglichen Sicha von Rebbe. Und er ist so raffiniert, der Lisson, der hat gemacht diese Sicha auf Hebräisch und auf Jiddisch. Diejenigen, die wissen Jiddisch, können das lesen und hören. Die, die können kein Jiddisch,
nehmen dem Blatt in Hebräisch und mit der Zeit verstehen sie schon besser Jiddisch. Stell mal vor, du sitzt da ganzen Jahr, jeden Tag hörst du 10 Minuten Jiddisch, du, dir ist leicht, du sprichst schon Deutsch gut, aber wenn einer kennt nicht Jiddisch, er wird schnell lernen Jiddisch durch zu wissen seine, ja. Also, das ist im Großen und Ganzen die Aufgabe von Schliach zu machen jeden Tag. Der Schliach muss auch leben die Lubavitcher Feiertage. Also es gibt sehr viele Feiertage im jüdischen Kalender, aber es gibt enorm viel Joime de Pagre, Joime de Hilule, Tage, die besonders nur für Chassidei Chabad, wie Jutes Kislev, Jut Schwat, Jut Alef Nissen, ja? Jut Beis Tamuz. Er muss diese Tage Chofmar Cheshvon. Es gibt ohne Ende Tage, Rosh Chodesh Kislev. Alle feiern Rosh Chodesh Kislev. Warum? Weil der Rebbe ist geworden gesund von seinem Herzinfarkt. Er muss diese Sachen leben und erleben. Sonst ist er nicht gebunden zum das, was abgeht in seine Schlichut. Also er muss erleben wieder die ursprüngliche Feiertage, woher er kommt. Verstehst? Und wenn es ist ein Tag, wo alle feiern, dem Tag, wo der Rebbe ist gekommen, wo der Rebbe wurde gerettet mit seiner Frau von dem Zweiten Weltkrieg, von den Verbrechern. Und er ist gekommen nach Amerika. Jeden Tag, es gibt so ein Buch von meinem Onkel, Josale Kaminecki. Und dieses Buch heißt Yemei Chabad. Was ist Yemei Chabad? Tage bei Chabad. Also ein guten Schliach, ein guten Chassid, guckt jeden paar Tage in diese Yemei Chabad zu sehen, was abgeht. Vor ein paar Wochen habe ich mit meiner Tochter gesprochen. Sag ich, weißt du, heute ist die Jahrzeit von der Rebbetzin Nechama Dina. Sagt sie, ja, par Zufall. Habe ich gesagt, nein, du musst nicht par Zufall es wissen. Du musst das wissen par Bewusstsein. Also die Aufgabe von einem Schliach ist zu wissen und zu erleben alle Joime de Pagre, alle Tage, die gehören zum Historie und Vergangenheit von Chabad. Okay? Weiter. Dritten Aspekt. Schliach zu sein, kostet Geld. Der Schliach muss leben. Und eine von den hauptschwierigen Sachen, was die Schluchim haben auf ihrem Kopf, ist immer Sponsors zu finden und Geld zu haben und zu überwinden die Schande und den Schmerz, bei Menschen zu betteln und beten Geld. Es ist eine sehr schwierige Aufgabe, bei Menschen Geld zu bieten, zu erwarten, zu vorschlagen. Chabad finanziert nicht die Schluchim. Die Zentrale von Chabad gibt gar nichts. Jeden Schliach muss an seinen Ort Kontakte schließen mit seinen Members, mit seinen Freunden, mit seinen Verwandten. Und er muss durch Ort und ein bisschen von außen Finanzen, wie man sagt, beten Geld von dem anderen, von Spenders. Sie sollen ihm helfen und unterstützen. Für kleine Sachen gibt man doch Geld. Aktivitäten von Studenten gibt das so Budget. Aktivitäten von Keule, weißt du, wenn Leute sitzen und lernen, gibt man ein kleines Budget. Aber die haupttagtäglichen Leben von der Aktivität von dem Schliach und sein eigenes Leben, da muss er bei Leuten Geld sammeln. Und jeder, der lebt in einer Stadt, es ist sehr gut, soll er auch unterstützen und helfen dem Schliach
und ihm geben ein Stückel von seinem Meister, von seinem Zentel, damit soll er auch sein Leben und seine Aktivitäten gut darstellen. Es ist interessant. Einmal, es war ein Gewirr, ein reicher Mann, und er hat gesagt dem Rebbe, er ist bereit, dem Schliach zu finanzieren und ihm zu spenden viel, aber der Schliach soll bei ihm ein paar Stunden pro Tag arbeiten. Der Rebbe hat ihm geantwortet, Schliach ist kein Business, Schliach ist eine Aufgabe von mir, ich schicke meinen Schlichim, sagt der Rebbe. Wenn du willst, gibst du und das ist dein Schut. Also wenn du willst geben, das ist dein Verdienst. Das heißt, wenn einer gibt und spendet und unterstützt und finanziert ein Schliach, bringt er auf sich Größen und starken Segen und Hashems Bracha für sein tagtägliches Leben. Ich habe gesehen in einem Heftchen, was geht raus von Chabad, Hitkashrut, Nummer 703, dass einer schreibt dem Rebbe, dass er hat große Schwierigkeiten beim Geldsammlung. Es läuft nicht, er geht zu Leuten, sie sagen, später ruf mich an, wir reden, wir sprechen, jetzt die Lage ist nicht so gut. Der Rebbe hat gesagt, soll er machen ein Dinner und soll er bei dem Dinner nicht selbst bei den Leuten sagen, gib mir Geld. Soll jemand von seinen Mitgliedern, jemand von seinen Spenders, soll aufstehen und sagen, ich habe Azoi und Azoi gespendet zum Schliach. Und ich rufe euch auch an als Vorschlag, weiter es zu tun und weiterzugeben. Das heißt, andere Leute können besser die anderen Leute zu motivieren, zu spenden, als der Schliach selbst zu kommen zu den Leuten und sich sein Gesicht zu beschämen und beten Geld. Das heißt, wenn einer kann es sparen beim Schliach, dass er nicht gehen muss, sammeln und schnorren und betteln und sich zu beschämen bei den Leuten, sondern von vornherein sollen sie ihm das sparen. Sie sollen gehen zu den anderen Leuten und sagen, ja, wir helfen jetzt dem Schliach, soll er besser leben, soll er mehr Parnasse haben, soll er mehr bauen und machen und steigen und haben genug für seine Aktivitäten. Ja? Aber wenn ein Schliach ist überzeugt von seinem Ziel und er macht seine Aufgabe wie die Regeln, wie der Rebbe hat gesagt, das zu machen, es ist Garantie, dass er wird bekommen, das was er braucht. Es wird ihm nichts fehlen. Wenn ein Schliach fehlt ihm etwas materialistisch, liegt das meistens an seinem Mangel an dem geistlichen Leben. Also er muss in sich prüfen, ob er ist 100% über das, was der Rebbe von ihm will und verlangt, ob er geht wirklich auf die Linie und auf die Meinung, was der Rebbe will, soll der Schluchim gehen. Und wenn er geht 100% auf dem Weg und auf die Linie, was der Rebbe will, es wird ihm kein Geld fehlen. Ich gebe dir einen kleinen Beweis. Ich habe einen Freund von der Yeshiva, der heißt Shimon Weiner. Shimon Weiner hat ein Bitul Larabi. Bitul Larabi heißt, er hat annulliert sein Ego für den Rebbe. Immer wenn er sieht etwas schön in der Welt, sagt er, ach, siehst du dieses Haus? Das konnte sein eine super Synagoge für den Rebbe. Das konnte sein ein super Bet Chabad. Dieses Auto konnte ich verkaufen und haben viel Geld für Sukkot, für Pesach. Also er macht immer, er denkt die ganze Zeit über den Rebbe. Der Junge hat nicht gelernt Public Relation und er hat nicht gelernt Rhetorik und er hat nicht gelernt mit Menschen umzugehen. Wenn er kommt zu Menschen und er will einfach, sollen sie helfen, die Aufgaben von Rebbe, Menschen geben ihm. Warum? Weil sie spüren, er meint das ernst. Er ist echt, er ist authentisch, er ist original. Wenn einer ist echt, authentisch und original, er wird gut rüberkommen und die Leute werden ihm geben, ohne Probleme. Okay, gehen wir zu dem letzten Thema. Das letzte Thema, was war auch gesprochen jetzt letzte Shabbat, ist Kinus Hashluchim. Was ist Kinus? Kinus ist Versammlung. Schluchim
ist der Abgesendete von dem Rebbe. Seit Anfang 80er Jahre, am 80er Jahre haben sich gesammelt nur die Schluchim in Israel. Später 84 haben sich gesammelt die Schluchim in Amerika. Und 87 waren schon alle, langsam hat sich die Sachen gestiegen und es ist geworden ein Offizielle. Bei Tovshin Memches, so 88, ist geworden wirklich die Kinus HaShluchim offiziell bei Rosh Chodesh Kislev und man kann nennen diese zwei Tage von Rosh Chodesh Kislev Rosh Hashanah LeShluchim. Es gibt Rosh Hashanah zu den Könige, es gibt Rosh Hashanah zu den Tiere, es gibt Rosh Hashanah zu Chassidismus, es gibt Rosh Hashanah zu Maaser Behema, Zentel von Behema, es gibt Rosh Hashanah Leilanot, zu den Bäumen, es gibt Rosh Hashanah zu den Jahren am Rosh Hashanah, es gibt Rosh Hashanah LeShluchim. Was ist Rosh Hashanah LeShluchim? An die Tage hat der erste Schluchim gefunden. Die erste Schluchim und die letzte Schluchim sammeln sich und der ganzen Licht, Lebendigkeit, alle kommen zu ihren Quellen und wieder zu bekommen Kraft von dem Generator. Wer ist der Generator? Wer ist der Ladengerät? Dem Rebbe. Gdusha lo zazam im koma. Heiligtum geht nicht weg. Wenn alle Schluchim kommen zu die Dalet Ames von Rebbe, zu der Umgebung, wo der Rebbe hat gewirkt, das gibt die Schluchim zwei Sachen. Zuerst einen geistigen, spirituellen Push weiter noch einmal an die Routine und an die Schwierigkeiten vom Leben weiter sich zu laden. Sie gehen am Grab von Rebbe und beten. Sie gehen zusammen essen. Mikveh. Sie reden miteinander. Sie tauschen miteinander. Sie bekommen auch sehr viele wie man sagt Workshops nennt man das auf Englisch. Verschiedene Aktivitäten, Sadnaot, also verschiedene Aktivitäten, wie umzugehen mit Jugendlichen, wie umzugehen mit Alten, wie umzugehen mit Trauer, mit Scheidung, mit Rhetorik, mit Geldsammlung. Sie lernen Sachen, was die Schluchim sich interessieren. Und die irdische Sachen, dass der Schliach baut seine Zugehörigkeit und selbstbewusst und dem Reibung mit dem anderen Schluchim. Das heißt so, ein weiser Mensch ist einer, der hat Erfahrung. Jeden Schliach-Anfänger hat in seine Schlichut sehr viel Fragen, Zweifeln, die er sich überlegt, was soll ich machen? Zum Beispiel, ich habe gehört von einem Schliach, der hat ein Dilemma. Es gibt bei ihm religiöse Studenten, sie kommen Sonntag zu beten und sie lassen dort den Tfilin die ganze Woche. In die Synagoge, in Bet Chabad. Was ist die Dilemma? Was machen sie die ganze Woche mit Tfilin? Legen sie oder legen sie nicht, wenn sie kommen noch am Sonntag zu beten? Ach so. Soll er sie sagen oder nicht? Soll er sagen, hey Leute, ich soll ihre Tfilin, bleib die ganze... Ah? Nein. Du sagst nein? Okay. Hat er gesagt, Herr Rabbi, oder? Von dem Kala Kavet. Warte, ich gebe dir Dilemmen. Ich gebe dir Dilemmen. Kommen Frauen in die Synagoge nicht mit den Regeln von Zniut, der hat seine Chabad-Haus in eine Hawaii. Mein Sohn war jetzt... Sukkot in Hawaii und die Schlichen dort haben ein Dilemma, wie die Leute kommen zu der Synagoge angezogen. Also sie kommen nicht angezogen in Hawaii oder in Miami, so wie in Mea Shearim in Jerusalem. Wie geht man um? Was sagt man? Was sagt man nicht? Wo ist die Grenze? Was passiert, wenn einer sagt zu dem Schliach, ich möchte etwas mitbringen vom Zuhause zum Essen zu euch? Akzeptiert man nicht, es ist beleidigt oder nicht beleidigt. Es gibt hunderte
von Dilemmas, was man weiß nicht, was zu tun. In dem Moment, wo man fährt zum Kinus Aschluchim, trifft man dort sehr viele Erfahrene und jeder teilt und erzählt von seiner Erfahrung, was kann man machen, was kann man nicht machen, was machen sie dort bei Kinus Aschluchim? Sie beten zusammen, sie lernen zusammen, sie verstärken sich zusammen, sie umarmen sich und küssen sich zusammen, also jeden Schlag, der sieht dem anderen, gibt ihm einen Kuss und Umarmung, wie geht's? Und das will ich ein bisschen erklären. In Jahre Tovshin Memtes, Jahre 89, hat der Rebbe gesagt, warum Hashem macht dir Schliach in dieser Welt? Leute denken, dass diese Welt ist nur ein Weg zum Ziel. Was ist das Ziel? Olam Abba. Was ist der Weg? Hier. Stimmt? So viele denken. Frag sehr viele Juden, auch religiöse Juden, frag sie, was ist das Ziel von diesem Leben? Sie werden dir sagen, dem ganzen Ziel von dieser Welt ist kommende Welt. Also vorbereite dich in diese Welt, um zu kommen in kommende Welt. Olam Abba, Zeh Ikar, das ist die Hauptsache. Stimmt? So denkt man ohne Chassidut. Okay, kommt dem Rebbe und der Rebbe sagt, die ganze Weltschöpfung vom Anfang ist nur für diese Welt. Diese Welt ist der Ziel. Diese Welt ist das Ziel, was wir müssen in dieser Welt Hashems Herrlichkeit und Güte und Schina runterbringen hier in diesen niedrigen, dunklen, unklare Lügewelt. In dieser Welt müssen wir Hashem runterbringen. Hashem wollte seine Wohnung hier haben, ihr in dieser Welt, in die Tachtonim, in diesen irdischen Runterwelt. Also diese Welt ist ein irdisch, ein niedrige, ein Lüge, ein Welt. Es gibt in dieser Welt einen Kampf. Wer ist der Besitzer? Ist der Besitzer der Welt oder der Besitzer in Gott? Wenn Leute schauen so auf die Welt ist der Besitzer, die Natur, die, aber in wahre Leben, Hashem ist derjenige, der hier lebt. Es war einmal ein Chassid, der ist Rav Sasonkin. Und er hat gehört Juden in Miron am Shabbat singen, Meino Ilomabe, also das Shabbos ist wie kommende Welt. Also Chassidim singen so ein Lied am Shabbos. Das Shabbos ist so wie kommende Welt. Hat er gesagt, die Engel Gottes singen im Himmel. Sie singen im Himmel, dass im Himmel ist so gut, so wie in dieser Erde. Also diese Erde ist die Hauptsache Welt. Und da will ich erklären einen Gedanke. Diese Gedanke habe ich gehört von der Schliach von dem Reben, von Jitomir, Rav Shloime Vilelem. Rav Shloime Vilelem zeigt, was bedeutet, Schliach zu sein. Er ist gekommen nach Jitomir, wo die Kommunisten haben vor dem Zweiten Weltkrieg 53 Synagogen geschlossen und zerstört, die Kommunisten. Nichts ist geblieben, keine Schule. Die Kommunisten haben alles kaputt gemacht in Russland. Er ist gekommen und heute hat er eine Synagoge, mit mehr als 150 Mitpalelim jeden Schabbat. Der hat eine Schule, mehr als 300 Kinder. Der hat einen Kindergarten, mehr als 150 Kinder. Der hat Keulel, Leute, russische Juden, die kommen jeden Tag, lernen tagtäglich 40 Leute. Der gibt Leute Essen, der hat Restaurant, der hat Kaschru, der wie der Friedhof lebt. Der ist gekommen zu diesem Ort und er hat gebracht Leben. Der hat selbst gebracht, mehr als 5 Paare sollen dort bei arbeiten in Jitomir. Ich habe gehört von Rav Vilelem ein sehr scharfes Wort. Er hat gesagt, was ist die Öftun, was ist die Aufgabe, was ist die Besonderheit an das, was hat der Rebbe gemacht mit dem Schliches. Es gibt sehr viele Juden heute in der Welt, sie glauben,
Das Judentum ist Konserven. Weißt du, was ist Konserven? Konserven, das ist eine Dose. Shimurim, was ist Shimurim? Shimurim bedeutet, die Sachen so behalten, wie es war. Also soll nichts ändern. Wie nennt man einen religiösen Jid? Shomer Shabbat, Shomer Kashrut. Also Shomer, Shomer, Shomer. Alle sind Konserven. Alle sind Konservierung. Jeder lebt in seinem kleinen Ghetto. In Bnei Brak, in Jerusalem, in Elad, in Bet Shemesh, in Monsi, in Williamsburg, in Borough Park. Und wie leben sie? In Konserven. Und auch viele Leute in der Welt glauben, Judentum ist ein Museum. Es ist sehr schön, Jiddisch, es ist sehr schön Kultur. Manche Jiden sind so stolz. Hast du gehört, die Witzen von Jigan und Schuhmacher in Jiddisch, das musst du hören. Das ist ihre Jiddischkeit, Konserven. Zu behalten, die Vergangenheit. Sie wollen sehr, dass die jiddische Sprache, soll die Kultur soll weiter leben. Es gibt so Jiddischisten, wo ihre ganze Jiddischkeit... Ja, es gibt so Jiddischisten. Jeden, wo ihr ganzes Leben ist, zu machen Abenden, Jiddisch reden und Kulturen. Es ist sehr gut, es ist sehr fein. Aber das ist Konserven. Das ist alles Dosen, wo irgendwann diese Dosen gehen kaputt. Unsere Aufgabe ist, wieder zu beleben, das Jiddischkeit. Und nicht Konserven machen, sondern frischen Salat. Frischen Food. Frisches Essen, jeden Tag koscher und angenehm, nicht alles in Konserven legen von der Vergangenheit und Leben, sondern Leben, Gegenwart und Zukunft. Ich fand diese Idee sehr, sehr stark. Und er hat das erklärt, sehr interessant. Was willst du, konserven oder schaffen und bauen eine neue Welt? Es gibt viele Leute, das Einzige, was sie wollen machen mit Jiddischkeit, ist Lishmor, aufpassen, jeden Leben in Zürich. Was haben sie, ihre Gemeinde? Sehr schön. Man lebt weiter die Tradition, soll man nicht ändern von den Bräuchen. Minagamuke, Minagamuken, es muss sein, die Bräuche von diesem Ort. Aber sie haben furchtbar Angst, zu schaffen eine neue Welt. Der Rebbe hat geschafft, durch die Schliches, sollen eine neue Welt kreieren. Der hat geschafft, eine neue Welt, Olam Chadash, eine Upgrade zu dieser Welt, nicht Konserven, verstehst du den Unterschied? Seine riesigen Blickwinkel, wie zu schauen auf die Idee vom Schliches von Rebbe. Und er hat gegeben, Rav Hillel, noch ein wunderbares Beispiel. Ich habe gehört, eine Verbringen von ihm, wegen Kinnus HaShluchim, es hat mich sehr inspiriert und angetan. Ich fand seine Wörter sehr edel und authentisch und originell. Er hat gesagt, das war sehr interessant. Es war einmal in Kronheitz eine Junge, der hat gemacht Delivery zu der Mutter von dem Rebbe, Rebbezin Chana. Und einen Tag ist er gekommen zu der Rebbezin und er hat gesagt, der Rebbezin, ich habe eine Frage über dem Rebbe, wenn ich fragen darf. Sagt der Rebbezin, frag. Welcher Teil beim Tfilah, beim Gebet, gefällt der Rebbe am meisten. Also der Gebet ist groß. Eine Stunde beten. Jeden Mensch hat beim Davnen den Teil, wo er hat lieb. So Favorit. Also man fühlt sich mehr hinbezogen. Weißt du, was ich meine? Also wenn du davnest, wenn man lest dem Korbanot, gut. Es gibt Teile in die Tfilah, wo du voll Lebendigkeit, Kel Adon al kol ha-ma'asim, Ovinu avorachem on amirachem rochem no'oleinu, es gibt Gebete, wo du bist voll, und der Junge hat sich interessiert, wo ist beim Reben dem Bonbon, die Pikanterie, die Hauptkavana, die Hauptzufriedenheit von dem Davnen. Sie hat gesagt, ich frage dem Reben. Nach einer gewissen Zeit kam dieser Junge von der Delivery und sie hat gesagt, ich habe gefragt dem Rebbe. Er hat geantwortet, sein Lieblingsstück beim Davnen ist Moide Ani. Moide Ani lefonecho, melechai vekayom, shechzarto binishmosi bechem lo rabo emonosecho. Ich danke dir, Gott, ein ewiger, lebendiger Gott, das hast du mir meine Seele zurückgegeben, mit vollem Vertrauen, groß ist deine Treue.
Moide Ani. Und stellt sich die Frage, warum beim Rebbe gerade diese Gebet Moide Ani ist so groß. Sagt er, dass ein paar Monate später der Rebbe hat gemacht eine Verbringung und er hat erklärt, was bedeutet Moide Ani. Per Zufall. Per Zufall. Gibt kein Zufall. Also der Rebbe hat verstanden, dass er muss das erklären, warum gerade Moide Ani ist sein Hauptgeschmack beim Beten. Und der Rebbe hat erklärt etwas unheimlich interessant. Steht geschrieben in Shulchan Aruch, warum wird Namen Gottes nicht erwähnt bei Moide Ani? Steht nicht Namen von dem Ewigen, steht nicht Namen von Alef, Dalet, Nun, Yud. Steht nur geschrieben Melech Hai Vekayam, steht nicht geschrieben Adonai. Ja. Steht in Shulchan Aruch, warum? Weil die Hände sind noch unrein, tame. Und weil er ja deimt meot, weil die Hände sind unrein, gibt nicht Namen Gottes bei Moide Ani. Komm dem Rebbe und guck mal, wie er schenkt einen super Blickwinkel, was erklärt genau die Projektor von Rebbe. Der Rebbe sagt, der Jid hat so eine große Neshome, dass er kann nie unrein werden. Und deshalb, wenn man sagt Moide Ani, seine Seele ist so rein, das gibt nichts in der Welt, was kann diese Seele unrein machen. Das heißt, so merkst du, was der Rebbe sagt? Was ist der Unterschied? Es gibt sehr viele religiöse Juden, sie gucken auf den Körper, ob du bist rein oder unrein. Ein gläubiger Jid, ein frommer Jid, ein religiöser Jid, ein Schomer Mitzvot, ein Konserventyp oder nicht. Kommt dem Rebbe und er sagt, nein, deine Seele ist über Namen Gottes. Also sie ist so rein, kann sie nichts passieren, kann man sie überall, egal in welcher Zustand bist du, dein Moide Ani bleibt rein. Dein Moide Ani, deine Neshome, die Neshome von Ayid, ist so edel, ist so rein, auch wenn du siehst jemand aus Russland, wo du bist sicher, seine Hände sind schon unrein. Sag der Rebbe, ruf ihm an, leg mit ihm Tfilen und du wirst nicht wissen, die Ergebnis wird sein, schneller und schöner, als du denkst. Einmal in die 60er Jahre, es gibt so in Chabad auch Sommerschluchim. Sommerschluchim bedeutet, fahren so zwei Bachurim zu einer kurzen Saison für 2 Monate, irgendwo zu machen Schliches. Und sie machen in diesen, sehr viele von den großen Schluchim in der Welt haben begonnen von diesen Sommerschliches, Merkatschliches, was sie haben gemacht. Und ich habe gelesen in einem Buch, dass es war 2 Schluchim in der Insel Barbados. Und sie waren dort 2 Monate. Nach einem Monat haben sie überzeugt, 2 Menschen Brit Mila zu machen. Ein Ältere und ein paar Monate. Und sie haben gebracht eine Mohel und der Mohel hat gemacht am selben Tag 2 Brit Mila. Für den ältere Jid und für das jüngere Baby. Und der Rebbe hat gesagt am Schabbes, dass in jedem Jude gibt es einen Brunnen und in diesem Brunnen muss man nur bohren und dann erkennt man schon seine sprudeldicken Jüdigkeit. Ich werde jetzt schließen mit einem letzten Aspekt. Sie haben früher gesprochen von Avraham Avinu. Avraham Avinu war Schliach von Hashem. Und er hat gemacht seinen ersten Chabad-Haus, seinen ersten Center in Beersheba. Was hat er gemacht? Der hat gemacht so ein Motel und alle sind gekommen zu seinem Haus. Arabers, Beduinen, Knaaniten, Chittim, alle Sorten von Menschen. Was hat er gegeben, die Menschen? Er hat sie gegeben zu essen, zu trinken. Und steht geschrieben, Vaita Eishel be Beersheba, Vaikro Keil Oilom. Also der hat eingepflanzt einen Baum in Beersheba. Und er hat ihm genannt, ein ewiges Gott. Und steht geschrieben, Vayakri,
Das heißt, er hat die Menschen gebracht, Hashem zu rufen und seinen Namen zu bedanken. Überall, wo du kommst heute zu einem Schliach, bekommst du Kaffee, Kuchen, Suppe, Sprudelwasser. Und Avraham Avinu hat nicht gemacht Shiurim, der hat nicht gemacht Vorträge, der hat nicht gemacht Seminaren, der hat nicht gemacht lange Rede, um etwas zu erklären. Der hat verstanden, wenn du gibst einem Mensch etwas zu trinken, er wird schon von alleine kommen zu seinen Wurzeln und zu seiner Jiddischkeit. Die Aufgabe von einem Schliach ist zu machen eine Teuwe, zu machen einen Gefallen zu einem anderen Jid in Gashmiut und in Ruchniut. Interessant, ich war vor 2 Jahren bei meinem Schwager, der Schliach, in Vietnam, in Ho Chi Minh City. In seinem Chabad-Center gibt es sehr interessant. Es gibt ein Restaurant und es gibt neben dem Restaurant Chabad-Haus. Jeder, der kommt, bekommt kostenlos Kaffee, Kuchen, Wasser, Suppe und Brot. Kostenlos. Jeden Tag kommt ein großer Topf mit Eintopf und mit Brot. Das heißt, wenn einer kommt, noch nicht kein Geld, was bekommt er? Er bekommt Kaffee, Kuchen, Suppe, ein Stück Brot. Wenn jemand will schon Luxus haben, hat Lust nach Hamburger, nach koscheren Schnitzel, nach koscheren Fisch, nach, was weiß ich, es war ein schönes Menü von koscheres Essen. Da muss er schon bezahlen. Und das ist ein super und richtiger Kompromiss, um zu trennen zwischen das, was man braucht und das, was man muss und das, was nötig ist. Ich werde schließen. Hashem soll helfen, dass alle Schluchim in der Welt sollen stark sein, gesund sein, glücklich sein, zufrieden sein und nicht runterfallen in ihren Laune oder in ihren Schwierigkeit in der Welt, in ihren Versuch, ihre Aufgabe zu machen. Wir leben in einer Welt, wo die Schluchim sind sehr gebraucht. Sie haben sehr viel noch zu tun, um zu beschleunigen das Ankommen von Moschiach und zu beschleunigen die Geula. Und die alle, die hören diesen Shiur und haben eine Möglichkeit zu helfen, zu unterstützen, zu finanzieren, zu sprechen mit einem Schliach, ist eine sehr gute Sache. Ich habe gemacht hier in Frankfurt eine sehr schöne Sache. Jeder Mensch, der erzählt mir, der fährt irgendwo in der Welt, gebe ich ihm die Adresse von dem Schliach dort und ich sage, gib ihm ein Grüß von mir, aber ich will auch ein Bild sehen, dass du warst bei ihm. Gruß angekommen. Weißt du, wie viele Grüße habe ich schon bekommen? Habe ich schon Grüße von Eck der Welt, wo Leute waren, von St. Petersburg und Riga und Polen und überall, wo die Leute fahren in der Welt, Südafrika, Cape Town, Johannesburg, überall, Singapur, Melbourne, Brisbane, egal wo Leute, Hongkong, also wenn Leute fahren, gib ein Grüß, geh rein, zeig dein Gesicht, gib dem Schliach ein Shalom Aleichem, er wird sich freuen. Also, weil die brauchen auch eure Motivation. Sie brauchen auch eure Nettigkeiten. Kommst rein zu einem Schliach, red mit ihm, gib ihm Motivation. Zum Schluss lege einen kleinen Umschlag. Leg in den Umschlag etwas Grüße. Grüße. Gib ihm eine Hand, wäscht die andere. Und da wird sich die Güte und die Freude wird schöner sein in der Welt und jeder wird leichter seine Schlichut machen.
Also das war im Großen und Ganzen das Thema, was ich wollte heute sprechen. Wir werden fortsetzen die Idee von Schlichut. Wie soll ein Mensch wissen, in jedem Zustand, wo er sich befindet, seine Schlichut weiter zu machen? Weil im Prinzip auch eine Kindergärtnerin macht ihre Schlichut, auch eine Hauselterin macht ihre Schlichut, auch eine Mutter zu Hause ist eine Schlicha. Die Frage ist, wie kann man auch jetzt umsetzen, mein eigenes Schliches und Schliach werden in meine Aufgabe, wo ich mich befinde. Also der Rebbe war immer in der Meinung, dass jeder Mensch soll bleiben in seinem Ort, in seinem Beruf, in seinen, wenn Hashem Bashgachapratit, wenn Hashem mit einer privaten Überwachung jemand geschickt zu einem bestimmten Ort, irgendeinen Beruf auszuüben, dort ist seine Schlichut. Also dort braucht man ihn, weil dort kann er Hashem näher bringen als jemand anders. Aber wenn ein Mensch sieht, dort wo er sich befindet, er kann nicht weiter, seine Schlichut weitermachen, muss er weggehen. Ich werde nicht vergessen, es war ein junger Mann, hier aus Darmstadt, der hat gearbeitet in der Deutschen Bahn. Und wir haben zusammen gelernt. Und ich habe ihn immer weiter motiviert, soll er bleiben in seinem Beruf. Weil er hat einen guten Gehalt und er konnte seine Familie. Ich habe gesagt, jeden Schabbes gehst du in Schil, jeden Morgen legst du Tfilin. Sagt, ein Tag kommt er zu mir, sagt er, ja, aber ich habe nicht meine Schlichut dort. Es gibt nicht jeden dort. Ich kann nicht weiter meine Schlichut machen. Dort bei dem, in die Büros von Deutsche Bahn. Ich muss einen Umgang von anderen Jiden. Ich brauche mehr Lebendigkeit in mein Leben. Gut, zum Schluss ist er weg von diesem Beruf und er wohnt heute in Antwerpen und er arbeitet dort für die Deutsche Bahn. Aber er ist mindestens dort in einer jüdischen Umgebung, was morgen und Abend sieht er Jiden und geht davnen und hat koscher Essen. Er hat viel leichter zu leben. Also ich glaube, wenn ein Mensch muss seine Schlichut herausfinden, braucht er auch ein privates Gespräch mit einem Schliach und mit jemandem darüber zu sprechen. Und da wird er herausbekommen, was ist seine particular, spezielle, individuelle Schlichutbedarf in sein Leben. Noch ein Aspekt, den habe ich noch nicht erwähnt bei dem Shiur über Schliach. Schliches ist eine Sache, was muss man auch dort leben, wo man macht dem Schlichut. Man kann nicht Schlichut machen hin und her. Also es gibt manchmal einen Chasen, der kommt nur zum Schabbes zu der Gemeinde. Oder ein Rabbiner, der kommt von Zeit zu Zeit. So die Schliach kann nicht sein ein Wanderer. Er muss sein einer, der lebt in Stadt, einer, der lebt am Ort. Und nicht für kurze Zeit, sondern solange er macht seine Schlichut. Also er muss seine Schlichut immer machen. Das ist zu vergleichen wie ein Doktor und ein Pilot. Der Pilot ist immer wie die Passagiere. Der läuft nicht weg. Ein Doktor macht seine OP und schläft zu Hause. Er lässt den Kranken ins Spital. Ein Schliach ist ein Pilot. Er fliegt mit den Passagieren. Wir sind alle in demselben Boot. Also wie ein Kapitän. Oh, noch besser. Er ist wie ein Schiff. Wir sind alle in demselben Schiff. Und da muss man alle dem anderen unterstützen. Deshalb muss er am Ort leben und die Leute am Ort auch zu verpflegen und machen seine Aufgabe. Hashem soll helfen. Bei dem letzten Kinnus HaShluchim von dem Rebbe, wo alle Schluchim waren dabei, der Rebbe hat gesagt, wir haben schon alle unsere Aufgabe getan und gemacht und jetzt unsere letzte Aufgabe in die Schliches ist zu bringen runter Moschiach Tzidkenu. Unglaublich. Also der Rebbe hat gesagt, die letzte Mission, die letzte Aufgabe, was wir müssen als Schluchim machen, ist runter und rüber zu bringen, wie kann man Moschiach schneller bringen. Und am Ende vom Nissan
28. Nissan, Jahre 291, ich war dabei, kann dir zeigen ein Video. Der Rebbe hat gesagt, alles was ich hab, was ich konnte, habe ich getan, um Moschiach zu bringen. Alles. Jetzt ist die Aufgabe auf eure Hände. Es war eine von den berührenden, schwierigen Sichot von dem Rebbe. Und der Rebbe hat gesagt, ich habe alles gemacht, Asiti, kol shebeyecholti, ich habe alles gemacht, was ich konnte. Asu atem kol shebeyecholtechem. Jetzt sollt ihr machen, alles, was ihr kennt. Gott soll helfen, dass wir diesen Bitte von dem Rebbe weiter umsetzen und auch diesen Aspekt von Moschiach mehr stolz und klar in dem Schliches reden. Es ist eine Aufgabe von den Schlichim, von den Schluchim, über die Idee von Moschiach noch klarer und offener und ohne zu schämen darüber zu reden. Weil da braucht man sehr viel Mut und Sicherheit, dass Moschiach wird kommen. Und ein Mensch kann nur überzeugend sagen, was er ist selbst überzeugt. Und wie kann man selbst überzeugt sein von das Ankommen von Moschiach? In dem Moment, wo man lernt, jeden Tag in Yonei Geolo Moschiach. Man muss jeden Tag, als ich habe gesagt, die Aufgaben von einem Schliach zu tun, jeden Tag. Ich werde dazu noch zufügen im Namen von Rebbe. Schliach muss jeden Tag, Schliach ist auch Gematria, Moschiach, in die Buchstaben. Also dieselbe Summe. Moschiach und Schliach. Ja? Mem, Shin ist 300. Mem ist 40. Yud ist 10. Haben wir 350. Plus Chet, 358. Moschiach. Schliach, Shin 300, Lamed 30, Jud 40, 48. Was fehlt uns? 10. Der Schliach muss bringen seine 10 Kochot, als 10 Kochot an Nefesh. In dem Moment, wo der Schliach bringt seine 10 Eigenschaften von dem Nefesh, bringt er zu Moschiach. Schliach hat wenig 10 in die Gematria von Moschiach. Schaliach plus 10 Kochot HaNefesh, Schaliach hat in sich noch die 10 Kochot HaNefesh, 10 Kochot HaNefesh. Wenn Schaliach bringt seinen ganzen Power in sein Schliches, bringt er Moschiach. Also Schaliach fehlt ihm 10, um zu kommen zu Moschiach. Arminien. Also er braucht noch 10 Kräfte, um zu bringen. Und interessant, der Rebbe hat auch damals gesagt, soll sein Minien von Leuten, öfter 10 Jiden, sollen sich vereinigen, und sehen, wie sie Moschiach schneller bringen können in diese Welt. Fragen, Bemerkungen? Frag, wenn du was... Okay, ich koche.